Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen ganz einfachen Solo Carb Duplication Glitch zeigen. Der ist wirklich sehr, sehr einfach. Aber dafür braucht ihr einiges. Ihr braucht unter anderem eine Spielhalle. In der Spielhalle sollte sich dann ja halt ein Auto mindestens befinden, was ihr nicht mehr benötigt, oder halt einen kostenlosen Energy und halt ja am besten ein Weenie Easy Classic voll aufgetunt, weil der im Verkauf bis zu 1,8 Millionen bringt. Und ja, dazu braucht ihr noch eine Basis und ein Apartment mit jeweils einer Lester Heist Einladung, und damit meine ich diese beide Handy Einladungen. Die braucht ihr von Lester, das ist ganz wichtig. Und ja, dazu braucht ihr dann noch einen Nachtclub plus einen Terabyte. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr eigentlich auch schon direkt losstarten. Ihr solltet euch dann am besten in eine Einladungssitzung begeben. Und ihr solltet am besten dann noch ins freie Ziel reingehen, weil ihr nachher noch zweimal einen Spieler in einem anderen Zielmodus beitreten müsst. Das könnt ihr ganz einfach in der Story einstellen. Und ja, dann geht am besten in eine Einladungssitzung, ja, damit ihr auch nicht gestört werdet. So, wenn ihr das eigentlich alles so habt, dann können wir schon direkt losstarten. Registriert euch einfach als CEO und wartet so lange, bis ihr beide Einladungen von Lester bekommen habt. Wenn ihr die Einladung bekommen habt, dann geht einfach in den Nachtclub rein. Einfach hinten in die Garage, Nachtclub betreten. So, sind wir jetzt im Nachtclub drin, dann verlassen wir einfach unser CEO. Öffnen einmal unser Handy und ihr seht, wir haben noch beide Einladungen, obwohl normalerweise jetzt die Basiseinladung von Lester verschwinden würde. Ja, deswegen ist es wichtig, dass ihr halt auch die Einladung vom Apartment bekommt. Dann verschwindet auch die CEO-Einladung von eurer Basis nicht. Wenn ihr das dann habt, dann geht einfach in die Terabyte-Garage rein. So, wir laufen einfach zu unserer Terabyte hinten hin. Und dann einmal Terabyte betreten. So, sind wir jetzt drin, dann öffnen wir einmal unser Handy und dann nehmen wir einmal die Lester Basiseinladung an. Einmal bestätigen. Als nächstes öffnen wir ein Interaktionsmenü. Dann gehen wir einmal auf Secure Reserve. Und nun gehen wir einmal zur Tür und spammen einmal X durch, so dass wir uns als CEO registrieren und zeitgleich den Kontrollraum verlassen. Und dann werdet ihr kurz eine kleine Ladeschnecke bekommen und dann werdet ihr sehen, dass ihr dann in der Basis wieder spawnt. Dort angekommen, begeben wir uns einfach zum Ausgang. So, und ihr werdet schon sehen, dass ihr da keinen gelben Kreis habt beim Ausgang. Das ist auf jeden Fall perfekt. Einfach die Basis verlassen. Also wenn ihr dann einen gelben Kreis bekommt, dann habt ihr auf jeden Fall, dann wisst ihr auch schon mal, dass es nicht geklappt hat, und dann müsst ihr nochmal eine neue Lobby machen. Und ja, um final jetzt sicher zu gehen, ob es geklappt hat, öffnet einfach mal das Waffenrad. Und ihr seht, die Waffe, die ist unsichtbar. Ich kann noch die Waffe öffnen. Die Waffe bleibt unsichtbar. Als nächstes müssen wir uns dann zum LSK-Meet teleportieren. Dafür suchen wir uns einfach irgendeinen Job deiner Nähe aus. Mit Viereck und X bestätigen. Sind wir im Job drin, dann gehen wir einfach mal ins PSN-Menü rein unter unseren Freunden und dann joinen wir einfach irgendeinen Freund, der auch gerade GTA Online spielt. Der muss gar nicht wissen, dass ihr ihn dafür benutzt. Einfach irgendeinen Freund dafür beitreten. Wenn ihr die erste Meldung bekommen habt, einfach Doppel-PSN-Taste drücken, nochmal denselben Freund beitreten. Okay, er ist auch im selben Zielmodus wie wir.
Das ist auf jeden Fall nicht gut. Dann suchen wir uns einfach nochmal einen anderen Freund raus. Nochmal Doppel-PSN. Und die zweite Meldung nehmen wir jetzt ab. So, einfach Interaktionsmenü öffnen, Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug anfordern. So, ist dann euer Fahrzeug schon angekommen, dann begibt euch einfach ins LSK mit rein. Reinfahren. So, ihr werdet merken, euer Charakter wird aussteigen. Einfach direkt wieder einsteigen. Viereck drücken, Kreis und das Kamid wieder zu verlassen. So, Steuerkreuz nach rechts drücken und ihr seht, wir fahren jetzt in die Tuning-Werkstatt rein. So, einfach auf Kreis, Tuning-Werkstatt verlassen. Weil diese Tuning-Werkstatt, die brauchen wir gleich, um die Autos zu duplizieren. Deswegen haben wir uns gerade einmal da reingeglitscht. So, als nächstes, ganz wichtig, aussteigen. Ihr müsst aus eurem Fahrzeug wieder aussteigen. Das ist wirklich ganz wichtig. Dann teleportiert ihr euch einfach in die Nähe von eurer Spielhalle. Einfach wieder Viereck, X bestätigen. Jobmenü angekommen, Doppel-PSN, können wir denselben Freunden wie eben wieder beitreten. Wenn wir die erste Meldung jetzt bekommen haben, nochmal Doppel-PSN, denselben Freunden nochmal beitreten, die zweite Meldung nehmen wir ab. Und nun begeben wir uns zu unserer Spielhallengarage. So, und von nun an könnt ihr euch die Autos im Minutentakt duplizieren. Also diese ganzen Vorbereitungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, die müsst ihr nur ein einziges Mal machen. Und ja, von jetzt an könnt ihr euch die Autos im Minutentakt duplizieren. Steigt einfach in ein Auto ein, was ihr nicht mehr benötigt. Ich nehme einfach hier hinten das Auto. Einmal aus der Spielhallengarage wieder rausfahren. Aussteigen. Wieder in die Garage reinlaufen. So, sind wir jetzt wieder in der Spielhallengarage angekommen. Dann begeben wir uns einfach zu dem Easy Classic. Dann drücken wir einfach, wenn wir drin sitzen, Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Und ihr seht, ihr bekommt so einen verglitschten Hintergrund, seid unter der Map gespawnt. So, jetzt seid ihr wieder im LSK-Meet. Einfach irgendwas ändern, so dass es abspeichert. Ich tue einfach irgendwas an den Bremsen ändern. Einfach aus dem LSK-Meet wieder rausfahren. Ihr müsst wirklich nur einfach irgendwas ändern, damit es abspeichert. Ja, und damit habt ihr die erste Kopie schon gemacht. So, und ich kann es euch jetzt auch mal zeigen. Wir müssen erstmal wieder ins Interaktionsmenü gehen, auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Und wenn das Auto jetzt hier drin ankommt, steht hier hinten ein Easy Classic. Ich kann es euch jetzt gerade nochmal demonstrieren. Ich mache einfach jetzt gerade auf die Schnelle noch eine Kopie. Ich nehme einfach hier vorne die Fangio. So, wir fahren aus der Spielhallengarage wieder raus.
draußen angekommen, aussteigen, wieder in die Garage rein. Dann begeben wir uns wieder zum Easy Classic. Achtet auch wirklich darauf, dass ihr auch wirklich, dass ihr keine Kopie davon nehmt, benutzt. So. Angekommen, einfach wieder Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dann warten wir wieder, bis wir ins LSK-Meet geworfen werden. Zack. Bremsen, irgendwas ändern. Kreis, Kreis und verlassen. Mit X bestätigen. Jetzt warten wir wieder, bis wir in unsere Garage wieder landen. So, aussteigen, Interaktionsmenü, Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Und hier steht die neue Kopie. Und ja Leute, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!